Herzlich willkommen, liebe Wann- und Wo-Zuseher, liebe Australier, zur Runde Fragen aus der Box. Rechts von mir. Hi, ich bin der Mohamed Cham. Links Daniel Tiefenbach. Viel Spaß. Dein liebster Platz in Vorarlberg? Mein liebster Platz in Vorarlberg ist das Reichshofstadion. Ja. Geld spielt keine Rolle. Wer wäre dein Traumspieler für die Austria für die nächste Saison? Da hätte ich zwei Favoriten. Einmal Lionel Messi und einmal Haris Tabakovic. So bleibt. Was sagst du zum neuen Nationaltrainer Rangnick? Ich denke mal, dass es eine gute Entscheidung war. Ich denke auf jeden Fall, dass er Österreich sehr gut helfen kann. Bin ich der Meinung. Liverpool oder Manchester United und warum? Liverpool eher, vermutlich wegen Klopp. Ist ein geiler Trainer, geiler Typ. Und hat aus einer guten englischen Mannschaft vermutlich eines der besten Vereine auf der ganzen Welt gemacht. Stimmt. Dein Ziel für die nächste Saison? Mein Ziel für die nächste Saison? Ja, ich möchte viel spielen und weiterhin einfach Spaß haben am Fußball, gesund bleiben und einfach Spaß haben. Hast du versteckte Talente neben Fußball? Ich wüsste jetzt nicht, vielleicht kochen oder was nicht, irgendwie sowas. Muss man wahrscheinlich jemand anders fragen, keine Ahnung, aber ich wüsste jetzt kein anderes Talent wie Fußball. Leider nicht. Was war dein erster Gedanke, als klar war, dass ihr in die Bundesliga aufsteigt? Und wie hast du gefeiert? Es war ein unglaubliches Gefühl. In den ersten Sekunden realisierst du das nicht mal. Du siehst nur, wie die Fans alle auf dem Platz laufen. Und es ist einfach ein Gefühl, was einen sehr stolz macht. Und ich kann noch mal sagen, dass ich sehr stolz auf die Mannschaft bin. Ja. Nenne deine Traummannschaft sowohl ehemalige als auch aktuelle Spieler. Also deine Elf. Van der Sar im Tor, Innenverteidigung, machen wir Sergio Ramos, Piquet, rechts Hakimi, links dann gibt's links Marcelo Wood. Marcelo, stimmt. Sechs Rodri, Kimmich und Goretzka. Vorne Ronaldo, Messi und Mbappé. Was gefällt dir am besten im Ländle? Ich mag es in Bregenz. Ja. Diesen Molo. Genau. Ja. Da spazieren zu gehen hat mir sehr gefallen. Stadt- oder Strandurlaub? Und warum und wohin geht es in diesem Jahr? Ganz klar Strandurlaub. Bin eher der Meertyp, der gerne baden geht. Und dieses Jahr geht es nach Griechenland, nach Kos. Das war's mit der Runde. Hoffentlich sieht man viele Wann- und Wo-Zuseher und viele Australier am Sonntag im Stadion und danach bei der Meisterfeier. Dankeschön. Danke. Ciao.